Hallo, willkommen Backstage bei den Chameleons. Wir sind hier in dem Horrorhaus, wir sind gerade am Schminken, 4 Stunden vor der allerersten Führung. Das ist die Lea, das ist meine Assistentin und die schminkt gerade einen von den Zwillingen. Fühlst du dich wohl bei der Lea? Hä? Fühlst du dich wohl bei der Lea? Ja. Guck mal, das kam jetzt richtig überzeugend, Lea, ne? Fühlt sich sehr wohl. Ja. Guck mal, das ist der andere Zwilling. Oh, der ist schon überzeugt, ja. Der eine, der ist richtig fröhlich und der andere, den kriegen wir auch noch, ne? Nein. Hallo zusammen. Der Markus hat gesagt, wir machen heute eine richtig heiße Party. Und heute Abend geht's dann hoch zur Gesa und die haut dem Meister Schnabek mit der Peitsche ganz fest. Und wir gehen einfach, ne? Und das ist die Sarah, die hilft auch immer beim Schminken. Schätzchen, du siehst so schrecklich aus, das können wir so nicht lassen. Und du aber auch. Das hier ist mein Lieblings-Zuschminkender. Das ist der Gabi. Ich hab einen Schuh. Und der Gabi. Zurück im Backstage-Bereich, im Schminkraum. Ich zeige euch jetzt mal unsere Chefschminkerin, nämlich die liebe Chrissy. Hallo. Hallo, Sie. Liebe Chrissy. Was machst du denn gerade? Ich schminke gerade den Gabi. Ne? Oh ja, ich gucke mal. Das ist mir jedes Mal eine große Freude. Ja, das glaube ich. Das sieht ja schon super aus. Wir kommen mal näher dran, beobachten das Ganze. Wenn man nah dran ist, sieht das nicht mehr so geil aus. Ja, wir sind ja auch noch in den Vorbereitungen, nicht wahr? Aha, also gerade kommt das Blut dahin. Und wir haben hier einen Reißverschluss umgewischt. So, wir gucken uns den Schminkraum mal ein bisschen an. Hier ist schon jemand fertig geschminkt. Was sagst du zum Ergebnis? Cool. Ja, wer hat das gemacht? Die Lea. Ja, und wie ist sie so? Cool. Ja, das hätte ich auch sagen. Du weißt doch, dass Eigenlob stinkt. Lass es mal gut sein hier. Komm, du musst jetzt los. So, dann tschüss, Freunde. Exklusive News. Wir haben die Tina Keller gefunden. Hi. Sieht aus wie Tina Keller. Ist es Tina Keller? Ich glaube, es ist Tina Keller. Ich bin noch aufnehmen. Okay. Ja, die hat hier ganz viel Spaß und ist die Einzige, der das Blut schmeckt, ne? Ja. Das vom Schlammeck-Horrorhaus, den beiden Hallo. Scouts. Hallo, ne? Ich bin die Jacqueline, ne? Ja, das ist die eh, ne? Ich bin der Hans, aber ihr dürft mich alle Klaus nennen, ne? Wir machen eine große Party heute, oder? Ja, weil die große Party mit Seid ihr denn schon aufgeregt, ihr zwei? Ja, ne? Schon. Oh, guck mal, da kommt der Normi. Ja, hallo Normi. Hallo. Das ist unser fester Freund. Ich weiß nicht, Richter. Ich kenne meine Freunde nicht immer kurz zu der Stimme. Wer seid ihr nochmal? Ich bin die Jacqueline, ja, dachte ich, ja, ich erinnere mich. Ich bin der Hans. Der Hans. Ja, jetzt darfst du aber auch Klaus nennen, ne? Hallo, Frau Gruppenkuschel. Ja, Gruppenkuschel, Freunde sind wir, voll sweet, voll sweet. Da gibt es eigentlich nichts mehr. Nein, so nicht, wir haben immer Spaß, ne? Ich will zeigen euch mal kurz, wenn man hier mal Empty the Crips, ne? Jetzt hier geile Hip-Hop-Musik vorstellt. Hier unser Büro, Freunde. Ne? Hier sind dann die heißen Meetings. Große Pläne sind gearbeitet. Und wochenlang haben wir da. Wie gesagt, hier ist dann alles gedacht, ne? Riesenplatz, Riesenbüro. Für Freunde. Das ist der Olli, the Headmaster of everything. Ja. Olli, du bist live on Backstage now. Hallo, hi, ich grüße dich. Nee, unsere Zuschauer. Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch. Ich bin hier gerade, was mache ich hier gerade? Du bist am Vorbereiten. Ja, genau. Und es wird super, gell? Und soll ich dir was sagen? Ja. Wir sind ausverkauft, aber das weißt du bestimmt schon, ne? Wir sind ausverkauft, aber ich habe beschlossen, aber das wissen die noch nicht, wir erhöhen dann das Kontingent. Das heißt, kommt heute noch an die Abendkasse, ja. Wie soll ich denn das machen? Ich bin doch diskalkulöse. Telefonmast, sozusagen Sendemast, weil wir haben hier so schlechten Empfang. Der Stefan ist supi. Ja, ich erhöhe gerade unsere Kartenkontingente, weil wir sind heute Abend ausverkauft. Und ich finde
finde, der Stefan macht sich toll als Sendemast, ja, oder? Ja, super, hier sind schon deine Interessenten. Schick. Hör mal raus, da sehen wir da was hinten. Sieh mal hinten. Ich darf vielleicht gelaufen. Gehen wir mal raus, da steht keine Sau, ne? Das ist die Greenie. Schon wieder. Marina, sag mal, was ist die Stimmung? Supi. Als Supi. Ich war gerade noch einen Radler trinken. Da unten im Biergarten ist auch Supi. Alter, aber den Radler trinken, wenn wir am Arbeiten sind. Ja, ich habe auch fleißig geschminkt. Zwei Leute. Hast du schon zwei. Gehört? Heute ist ausverkauft, ne? Meisterin, soll ich die anziehen? Ja, klar. Gut. Ja. Ich bin eine sehr nette Chefin. Ja, Stimmung ist auch wirklich Supi hier. Ja, stimmt. Und gleich geht's auch schon los. Ja. In einer Stunde. Ah, ist er gleich, ne? In einer Stunde schon? Ja. An der Jensi, ne? Das ist die Nachricht an den Jensi. Wenn, hi, du, Jensi. Nicht, wenn du nicht pünktlich bist, kriegst dann du einen schiefen Mund. Mund. Das ist für den Jensi. Ah, danke, Chrissy, ich bin im Fernsehen. Weil der Fernsehen. Ja, cool. Ich schneide da was zusammen. Sehr cool. Hallo, ich schneide dich ganz auf den Jens rein. Hallo ihr da draußen. Es ist ja schön, dass ich auch mal irgendwo aufgenommen werde. Und jetzt weiß ich nicht, was er sagen soll. Mich will sonst niemand haben. Das ist nur die Chrissy. Nur die Chrissy. Die Chrissy ist die Beste. Lea, sag mal was zur allgemeinen Stimmung hier. Die Stimmung ist geil. Vielleicht auch etwas träge. Ja, alle sind hier hocherfreut, dass es gleich losgeht, oder? Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, ne? Ja. Dum, 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 dum. Also er sieht zwar nicht so aus, ne? Aber wenn er unten in der Maske sitzt, ist er die größte Diva von allen. Ne? Er stört uns gerade zu Tode. Nein. Oh. Also ich als Diva geht gar nicht, ne? Ich bin der Schlabbeck, ne? Jetzt sagt die Chefin mal was zum Horrorhaus. Liebe Chrissy, wie ist denn so die Make-up-Artist-Aufgabe, die du großartig vollziehst? Ich weiß gar nicht, wann ich die übernommen habe. Das ist ja das Witzige daran. Plötzlich war ich Headmaster of Make-up und you're doing a great job, girl. Und ist heute English Day, actually? Yeah, today is do whatever the fuck you want, so you can speak English if you want to. Okay, maybe we can tell you two or three of our Regeln. Okay, look. Yeah. Rule number zero. In case of emergency, just have fun, ne? Just have fun! Very good rule. Very important rule. Das ist die Julia, das ist die liebe Eisbringerin. Die süße Mausi. Hast du auch eine? Hä? Hast du eine? Wow. Hallo. Yeah, tell us something about our rules. We started with rule zero. Tell us about the rule number one. Yes, I have to think about it. Rule number one, Chrissy. Don't drink and drive. No. If you don't get makeup, leave the fucking room. Yeah. Oh, fucking with peep. Leave the freaking room. Yeah. And don't trust the bitch, you know. So Leute, wir machen das hier, ne? Da müssen die Kinder schrubben, ne? Könnt ihr mal richtig sehen, wie hier die Kinderarbeit am Start ist, ne? Ja. Achso, hier vom Schlachter. Ich mach Blut. Zur Arbeit gezwungen. Ich mach Blut und die anderen müssen schrubben, ne? Bringt das denn was, Freunde? Ja. Sehr verkannt. Hier ist alles unter Kontrolle soweit. Die Mädels schrubben, wie sich das gehört. Ich stehe hier rum, mache nichts und weise Leute ein zum Beispiel. Auch ein fettes Hallo an alle Freunde da draußen. Also kommt vorbei, ne? Wir sind alle Freunde.